up and touch the sky. I think it's sicher nicht gut, wenn ich R. Kelly singe, gell? Hallo! Herzlich willkommen zum Paraclub hier in Büromünster. Ich habe schon lange mal fliegen, so wie jeder andere Mensch es verlangen, das jeder Mensch hat. Und irgendwann habe ich den Mut zusammengesammelt und bin hier hingekommen. Und ich habe meine Grundausbildung bestanden. Im Hintergrund sieht man meine Kollegen sich jetzt gerade bereit machen, um zu springen. Und ich werde euch gerade erzählen, wie es für mich war, von Anfang bis am Ende. So, kommen wir mit. Wenn der Fallschirm eigentlich mehr oder weniger zieht. Das Ding hier kommt raus, fliegt rauf. Das zieht so ein schwarzes Seil, das an so einen Haken angemacht ist. Der Haken geht auf. Der Haken zieht den riesen Sack rauf. Man geht ja mit 200 km/h. Der hat genug Kraft, um das vorzuziehen. Wenn man bis hierhin checkt, gibt es mehrere Sachen, die man muss checken muss. Ob Leinen nicht ineinander gegangen sind, alle Kabel frei sind, nicht verdreht sind. Es sind mehrere kritische Punkte, wo, wenn man das macht als Schüler, muss man immer, es gibt 3 bis 4 kritische Punkte, wo man muss immer zeigen, bevor der Fallschirm eigentlich zu ist oder wo man kann gehen. Und es geht ein Zeitchen und so. Und deswegen, weißt, wenn sie wirklich interessiert, komm doch hier hin, kannst schon mit mir springen. Muss man unbedingt etwas anlassen. Das ist das, was dich mehr oder weniger rettet, wenn du ein Problem hast oder wenn du in Ohnmacht gehst und du nicht kannst den Fallschirm ziehen. Das nennt man den Cypress. Das ist ein automatischer Fallschirmöffner. Je nachdem, wie du springst, ob du Profi bist oder nicht, öffnet es bei gewisser Höhe. Bei uns jetzt als Schüler ist es bei 400 Meter. Wenn du bis dann den Hauptfallschirm nicht gezogen hast und merkst, dass du immer noch am Kehren bist, dann öffnet das den Reservefallschirm, der sich hier oben befindet. So, das ist unser Pack 750cc. 750 PS, Höchstgeschwindigkeit 310. Da, wenn man rein schaut, sieht man, dass man hier da sitzt hat und da wartet man bis the moment of truth. Und der Sprung war absolut scheiße. Ich bin rausgekommen, total falsch, habe mich links abgedreht. Es war so extrem, dass der andere falsch im Springen hat weggejagt. Der andere hat sich noch heben. Bis ich check dann, dass ich raufschauen muss. Und dann geht mal alles durch. Du machst deinen Griff, ob der Fallschirm dort ist, das ist das Wichtigste. Du brauchst die Höhe messen, ob du weißt, wie hoch du bist. Und bei 2000 Meter behaltest du das im Blick. Und bei 1,7 winkst du ab, Hände führen und dann ziehst. Das Gefühl, wenn man dann fliegt, unbeschreiblich. Die Welt sieht ganz anders aus von dort oben. Und sobald man runterkommt, hat man das Gefühl, ja! Ich will es nochmal machen. Ha! Dann sitzt du wieder da drinnen. Nein! 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 Dann springt man raus und dann recht schnell ist es gegangen, weil ich schon im Windtunnel war. Ich hatte das Gefühl, es geht schon da. Aber die Geschwindigkeit ist höher, ist kälter und der Stressfaktor. Dass du alles wissen musst. Das ändert alles, was du vorher gelernt hast im Windtunnel. Der hört dort auf. Und dann die letzten 2 Sprünge. Was dann passiert ist, man steht raus. Das ist so ungewöhnlich, einen Fuß aus dem Flugzeug draussen zu haben.
Und der andere Fuß drinnen. Und mir schaut die Erde an, wo er vorbeirast. Mir schaut auf offen und schaut das Flugzeug an und denkt, was in Gottes Namen mache ich da? Ich bin gesprungen und wie gesagt, das Gefühl habe ich kennt. Aber ich habe einen Fehler gemacht, wenn man rausspringt, mir mit der Brust den Wind an, weil mit dem stört man ja. Und ich schaue das Flugzeug nach. Und ich habe nichts gespürt unten dran. Und das ist ein menschlicher Reflex, wo mir etwas sucht. Und dann flatter ich wie ein Vogel. Schon ein paar Mal. Sie sagt dann nochmals das zweite Salto. Und dort. Ich mache das Salto, aber irgendwie meine Beine sind gestreckt, dann geht es mir auf den Rücken. Und dann muss man Tracking machen. Das ist, wenn man sich 90 Grad umdreht gegen Norden, die Hände vorne nimmt, die Beine gestreckt, im Video sind meine Beine nicht perfekt gestreckt, dann fliegt man voneinander weg. Warum man das lernt, wenn man mit mehreren Leuten springt und man näher aneinander ist, sagt man Zeit zum Abbrechen, gehst weg und dann fliegst du von den anderen weg, damit du Platz lässt für die anderen, falls sie dann den Fallschirm wenn du aufmachen, falls etwas schief läuft, dass du dann Zeit hast. Ich habe gemeint, der zweite letzte Sprung. Ah! Ich schaff das! Ich schaff das! Oh mein Gott! Santa Maria! Halleluja! Amen! Das ist wirklich gemein! Wirklich gemein! Seid ihr in die extra Stresssituation rein, um zu schauen, kann ich das? Ist er sich darüber hinweg bewusst, wie höher er ist? Weiss er, wo Nord und Süd ist? Und wenn er Kontrolle verliert, findet er es wieder. Aber! Aber! Wie man rausspringt, ist total anders. Und sie wissen, das ist ein Stress für den Körper. Extra, extra! Nämlich, man muss einen Dive machen. Das heisst, man steht hierher und schaut den Boden an und macht den Köpfler den Boden. Lass. Es klingt sehr einfach, wenn man sagt, aber wenn du mal den Boden von 4000 km siehst, ich glaube es. Jeder Instinkt in dir innen. Auch wenn dein Kopf dir sagt, spring, dein Körper sagt nein. Irgendeiner ist, ich habe gemerkt, meine Beine stoßen mich nicht, dann habe ich mit den Händen mich einfach rausgezogen. Und in ein paar Sekunden sehr komisch. Sehr komisch. Man springt, ich bin gestresst. Gut, ja, wieder Kontrolle, richte mich aus Norden. Und dann, eigentlich hätte man entscheiden zwischen Hinterseitsauto und Tracking. Ich habe gemeint, ich habe genug Zeit, denke ja, komm, Hinterseitsauto machen. Ja. Ah! Das ist offensichtlich nicht gut gegangen. Ich hätte noch Zeit für Tracking. Aber dann fand ich, nein. Und das war eben gut und deswegen habe ich eigentlich den bestanden, weil mir ist ehrlich gesagt, ich habe gemerkt, wie tief ich bin, ich muss mir Aufgaben geben. In einer Stresssituation, viele Leute haben das Gefühl, ich muss es fertig machen, du musst nicht. Du musst einfach wissen, wann muss ich aufhören, damit ich eine sichere Landung habe. Und dann bin ich am Boden gekommen. Ich habe gemeint, ich habe nicht bestanden. Und dann kommt er zu mir und sagt mir, hey, die Flugschaft war gut, alle Kriterien hast du eigentlich erfüllt. Wenn er ab heute kannst du selber aus dem Flugzeug kommen. Ich bin gerade ins Flugzeug rein, selbstständig anlegen. Time for me to go, my friend! Yeah!